Liebe Freunde und Freundinnen der Poesie, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über Wolfgang Borchardt, und zwar über Wolfgang Borchardt, den Erzähler, Wolfgang Borchardt, den Autor von Kurzgeschichten, Wolfgang Borchardt, dem Trümmerliteraten. Für mich war Wolfgang Borchardt schon in meiner Gymnasialzeit ein ganz wichtiger Autor, der mich wahnsinnig beeindruckt hat. Ich habe in der damaligen Zeit alles gelesen, was ich von ihm in die Finger bekommen konnte. Und ich glaube, was mich am meisten fasziniert hat, war diese karge, sehr distanziert wirkende, kühle Sprache, unter der man aber ein sehr heißes Herz hat schlagen spüren. Das war mein Gefühl beim Lesen von Borchardt. Ich glaube, das hat mich an ihm so fasziniert. Ich weiß, dass er für dich auch ein besonderer Autor ist. Mhm. Warum ist das so? Das hat mehrere Gründe. Wolfgang Borchardt ist ein Autor, der mit der Sprache, der Kunst, mit der Literatur etwas ausdrückt, was uns Historikerinnen und Historikern in der Beschreibung der Vergangenheit so nie gelingt, nämlich mit sehr knappen, distanzierten Worten ein Gefühl zu erwecken, dass man den Eindruck hat, doch so muss sich Krieg, so müssen sich Kriegsfolgen anfühlen. Ja, ich glaube auch. Also Borchardt ist für mich ein Meister der Atmosphäre. Wenn man seine Werke liest, in so kurzen, so knappen Sätzen kann er Atmosphäre erschaffen, mit einfachsten Mitteln, mit schlichten Worten, da ist nichts verschachtelt oder kompliziert, das ist alles so wirklich lapidar hingeworfen und trotzdem ist man sofort mittendrin in einer Situation, in einer Szene und man hat auch das Gefühl, man spürt direkt die, man kann direkt greifen, was da los ist, also man ist mittendrin. Ich habe das Wort Trümmerliteratur verwendet und möchte auch ganz kurz ein bisschen erklären, was damit gemeint ist. Das war ursprünglich ein abwertender Begriff für die junge Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn natürlich gab es nach dem Zweiten Weltkrieg bereits etablierte Autoren, wie zum Beispiel Bert Brecht, Thomas Mann, auch andere, Heinrich Mann zum Beispiel, die jetzt zurückkamen aus dem Exil und die angeknüpft haben an eine gewisse Tradition, versucht haben anzuknüpfen. Und diese Autoren wie Wolfgang Borchardt, die waren ganz neu, die waren ganz jung und die haben gerade erst angefangen zu schreiben. Und die hatten natürlich nicht diesen epischen Atem, den Thomas Mann vielleicht hatte. Die hatten auch nicht diese stark ideologisierte Kunst von Bert Brecht, sondern die kamen von der unmittelbaren Erfahrung des Krieges, von der unmittelbaren Erfahrung des zerstörten Deutschlands. Und das waren die Themen, über die sie geschrieben haben. Und das hat man ihnen vorgeworfen. Man hat gesagt, ja, was soll denn das da über diese Trümmer schreiben? Das ist doch nicht Kunst. Aber dieser Begriff Trümmerliteratur, der hat sich dann ein bisschen entwickelt und ist heute auch gar nicht mehr so ein negativer Begriff, aber es ist ein Begriff für eine sehr klar umrissene Periode der deutschen Literaturgeschichte, die dann später dann auch vorbeigegangen ist. Also man kann sagen, so zwischen Kriegsende und ungefähr 1950 haben wir diese Trümmerliteratur. Vielleicht magst du auch noch was dazu sagen. Mhm. Ja, es ist die Zeit, in der Deutschland zerstört ist. Es ist besetzt von den vier alliierten Mächten. Es sind Millionen von Wohnungen in Deutschland unbewohnbar, über 2 Millionen zerstört, nochmal 2,5 Millionen unbewohnbar, zur Hälfte kaputt. Und es ist ein Land, in dem Menschen und ihre Umwelt kaputt sind. Mhm. Genau, und dieses zerstört sein, zerstört worden sein, mhm, das ist wahrscheinlich etwas, das sich am markantesten durch diese Literatur zieht. Dieses Gefühl der Zerstörung, auch die zerstörte Seele, die zerstörten Menschen und auch der Prozess dieses Zerstörens. Denn bei Borchardt haben wir das, der schreibt auch ganz viel über diese Fronterfahrung, was er da erlebt hat als Soldat. Bemerkenswert an der Trümmerliteratur ist, dass bei allen Themen, die da sind, Themen, die für diese jungen Autoren nahe waren, die Alltag waren, ein großes Thema ausgespart ist, und zwar das Thema des Nationalsozialismus. Der kommt eigentlich nicht vor. Es geht um die Soldaten, es geht um den Krieg, es geht um die Zerstörung, alle diese Themen, aber um die Nazis und die Verbrechen der Nazis geht es nicht. Aber warum ist das so? Und das
möchte ich jetzt nicht zu weitläufig beantworten, aber ich möchte sagen, im Falle von Wolfgang Borchert, über den wir ja jetzt gerade sprechen, war es so, dass er schon während des Krieges immer wieder schikaniert worden ist, bis hin zu Gefängnisstrafen, die er bekommen hat, weil er angeblich die Moral zersetzt habe, weil er angeblich heimtückisch gewesen sei, weil er sich lustig gemacht hat, zum Beispiel über Goebbels. Das heißt, er hat extrem schlechte Erfahrungen gemacht, schon mit kleinsten, unter Anführungszeichen, Dummheiten, die er gemacht hat. Auch wenn man einen kleinen Witz gemacht hat, dann konnte das schon schwerwiegende Folgen haben. Er hat seine Werke in dieser Zeit geschrieben und deswegen hat er alles weggelassen, was in irgendeiner Form zu sehr an den Nationalsozialismus rührt. Denn das hätte für ihn sehr schnell, sehr schlecht ausgehen können. Und er war ja auch schon mit der Todesstrafe konfrontiert. Und deswegen kann man verstehen, dass diese Autoren sich von dem Thema ferngehalten haben. Aber kommen wir mal zu den Themen, die er bearbeitet hat. Das ist die Realität, die er selbst erlebt hat. Was sehen wir da? Was für ein Panorama öffnet sich uns da? In den verschiedenen Kurzgeschichten von Borchert sehen wir immer wieder zerstörte Städte, zerstörte Landschaften, aber eben auch kaputte Menschen. Es geht immer um den Krieg und was der Krieg mit den Menschen macht und wie Menschen sich im Krieg eben auch verhalten. Zum Beispiel in dieser Kurzgeschichte Mein bleicher Bruder. Da kommt ein Leutnant vor, bei dem man merkt, er hat einen Untergebenen hinausgeschickt, der musste einen Befehl ausführen und es war eine ganz, ganz gefährliche Situation. Und man merkt dann, der Leutnant hat den Untergebenen in den Tod geschickt. Aber man merkt dann, warum er das gemacht hat. Dieser Untergebene, der nannte ihn immer mein bleicher Bruder, hängendes Lid, weil der Leutnant eine weiße Gesichtsfarbe hatte und eben ein hängendes Augenlid. Und wir erfahren dann, sie haben mich nämlich schon in der Schule gequält. Wie die Läuse haben sie auf mir rumgesessen. Und jetzt ist dieser Leutnant durch den Krieg in einer Position, wo er sich endlich rächen kann an jemanden. Und das macht er. Und der Schlusssatz ist dann, eine Laus geriet zwischen seine Daumennägel, es knackte, die Laus war tot. Auf der Stirn hatte er einen kleinen Blutspritzer. Und ich lese diese Geschichte, so oft ich sie auch lese, immer wieder auch als eine Anklage gegen den Krieg, dass der Krieg es nämlich Leuten ermöglicht, bei allem Verständnis dafür, dass der sich da rächen will, weil er gehänselt wird, aber der Krieg ermöglicht ihm erst, Menschen wie eine Laus zu zerdrücken. Was mich sehr beeindruckt ist da eben, dass diese sehr nüchterne, sachliche, manchmal auch sehr distanzierte Beschreibung des Ganzen zu einer emotional sehr massiven Anklage des Krieges dann wird. Das heißt, gerade seine Distanziertheit erweckt beim Leser den Eindruck, dass Krieg in allen Facetten abzulehnen ist. Ja, also es ist sicher ein pazifistisches Werk, das er uns hinterlässt. Er schreibt auch manchmal in einem sehr appellativen Stil, vor allem in den Werken Das ist unser Manifest und Dann gibt es nur eins, das auch bekannt ist unter dem Namen Sag Nein. Aber ansonsten sind seine Werke so, wie du sagst, so distanziert, so lapidar, so beschreibend, als ob sie gar nichts anginge. Mhm. Also zum Beispiel in seiner Kurzgeschichte Die Küchenuhr, da geht es um einen jungen Mann, der alles verloren hat durch einen Bombenangriff, auch seine Familie. Aber wie das Ganze dargestellt wird, das ist eben dieses Lapidare. Dieser junge Mann, es fängt schon damit an, dass er auf andere Leute zukommt, die auf einer Bank sitzen. Und da steht dann dieser Satz, er hatte ein ganz altes Gesicht. Aber wie er ging, daran sah man, dass er erst 20 war. Und nur diese Aussage, er hatte ein ganz altes Gesicht, macht klar, dieser Mann muss etwas ganz Traumatisches erlebt haben. Dem muss was ganz Schlimmes passiert sein. Und man merkt dann auch im Verlauf dieser Geschichte, der lächelt, wenn er davon sagt, ja, ich habe alles verloren. Ja, und die Familie auch alle weg. Und man merkt, der ist, vielleicht würden wir sagen, in einer posttraumatischen Störung, was auch immer. Aber Borchert braucht dafür nicht viele Worte. Er beschreibt dieses alte Gesicht eines 21-Jährigen oder Anfangs 20-Jährigen und damit wird bereits alles klar. Kälte, Krieg, Zerstörung, das sind die Themen bei Borchert. Trotzdem habe ich immer den Eindruck, bei aller Grausamkeit, bei aller Zerrissenheit und Zerstörung, bei allem Trauma, das da ist,
lässt uns Borchardt doch immer auch wieder einen gewissen Spaltbreit, einen Hoffnungsschimmer hereinleuchten. Es ist manchmal nur ganz leise, manchmal nur ganz klein, aber er gibt nicht auf, er gibt die Menschheit nicht auf. Und das finde ich immer auch so berührend. Bei einem jungen Mann, wie er war, ist mit 26 Jahren gestorben. Es ist doch immer wieder eine Hoffnung da, dass etwas weitergeht. Ich muss da jetzt konkret an zwei Kurzgeschichten denken. Das eine ist Nachts schlafen die Ratten doch und das andere ist Die drei dunklen Könige. Bei Nachts schlafen die Ratten doch habe ich den Eindruck, dadurch, dass der Mann, der da diesen kleinen Jungen, der auf dem Trümmerhaufen sitzt, weglocken will zum eigenen Vorteil des Jungen eigentlich, weil der da sonst kaputt gehen würde, der gibt ihm ja die Hoffnung, verbunden mit einer Lüge, weil der Junge bleibt ja da und will auf seinen toten Bruder aufpassen, weil den sonst die Ratten fressen. Und dann sagt der Mann zum Jungen, ja, aber weißt du denn nicht, dass die Ratten in der Nacht schlafen? Und dadurch kann er den Jungen dann weglocken. Allerdings, er verspricht ihm, er schenkt ihm ein Kaninchen, ein weißes oder weiß-graues. Wir sehen auch hier, die Farben spielen eine wichtige Rolle, weiß für die Unschuld, den Neubeginn, der eben auch mit diesem kleinen Jungen hier da ist. Es gibt einen Neubeginn, selbst wenn vielleicht die Hoffnung auf einer Lüge basiert, so gibt es doch die Hoffnung, dass mit diesem kleinen Jungen und dem weißen Kaninchen ein Neubeginn ist. Mhm. Und die andere Geschichte ist Die drei dunklen Könige da, die ist ja sehr in Anspielung an die Geschichte der heiligen drei Könige aus dem Neuen Testament. Und da ist es ja das Kind, das am Ende durch sein kraftvolles Schreien diese drei dunklen Könige, die eigentlich drei zerlumpte Kriegsüberlebende sind, also Soldaten, die zurückgekommen sind, alle haben sie irgendwelche Gebrechen. Dieses Kind mit seinem lauten, kräftigen Schreien vertreibt die sozusagen. Und das Kind ist aber in einem ganz armen Umfeld, wie eben Maria, Josef und Jesus in der Krippe, ist es hier eben so eine ähnliche Situation. Aber es ist die Hoffnung da, dass mit diesem Kind, dass das jetzt die Nachkriegsgeneration ist und die wird das Trauma überwinden. Ja, und in Die dunklen Könige gibt es auch einen Satz, der mich immer wieder verfolgt. Dieser Satz ist, er hatte kein Gesicht für seine Fäuste. Und damit drückt Borchardt auch diese Ohnmacht aus, diese verzweifelte Wut, dass man niemandem konkret die Schuld geben kann an all dem, was gerade geschieht. Diese Ohnmacht, dass man in einer unmöglichen, einer furchtbaren Lebenssituation ist, die man aber niemandem anlasten kann und in der jetzt einfach alle gemeinsam drinstecken. Ich denke, gerade während wir das aufzeichnen, haben wir in Europa eine Situation, die jetzt nicht vergleichbar ist mit der Nachkriegszeit, aber die für uns alle wirklich belastend ist, voller Anspannung. Und auch wir haben kein Gesicht für unsere Fäuste. Auch wir können unsere Wut an niemandem auslassen. Es ist immer leichter, einen Schuldigen zu suchen. Aber wir haben kein Gesicht für unsere Fäuste. Und auch bei den dunklen Königen, es gibt niemanden, dem man die Schuld geben kann. Die Situation ist so, wie sie ist. Und man muss jetzt damit zurechtkommen. Das ist etwas, das sich durchzieht bei Borchardt. Man muss jetzt irgendwie sich dadurch kämpfen und es gibt keinen Schalter, den man umlegen kann und dann wird alles gut. Ich habe bei den drei dunklen Königen eben auch noch den Eindruck, das hängt auch damit zusammen, dass zum Beispiel die Größen der nationalsozialistischen Politik, Hitler, Himmler, Goebbels, die haben Selbstmord begangen, die haben sich tatsächlich ihrer Verantwortung entzogen. Dann gibt es für andere, die sich nicht umgebracht haben und die noch geschnappt wurden, gibt es die Nürnberger Prozesse, das ist ein kleiner Teil, ein wichtiger, selbstverständlich, aber eben, dann haben wir auch diesen nicht unbeträchtlichen Anteil an Nationalsozialisten, die nach Südamerika fliehen, zum Teil bis an ihr Lebensende, auch ohne Anklage und ohne Strafe dort ihr Leben weiterleben. Und selbst wenn die Leute angeklagt würden oder die wenigen, die in den Nürnberger Prozessen dann auch verurteilt werden, es gibt den Menschen in Deutschland nicht das zurück, was sie brauchen. Und das sieht man bei den drei dunklen Königen. Die Wohnung ist zerstört, es ist kalt, die haben kaum Holz zum Heizen, das Kind friert und die Mutter ist ganz dünn, weil sie nicht genug zu essen hat. Wie soll da ein Kind herangezogen werden? Das ist das Deutschland von 1945. Und doch gibt es immer wieder diesen von mir erwähnten Hoffnungsschimmer, diesen Hoffnungsschimmer, dass trotz allem in den Menschen ein guter Kern erhalten ist, dass sie trotz ihres Traumas,
trotz all ihrer Verletzung in sich etwas Positives finden, dass sie auch Solidarität finden, dass sie auch zusammenfinden können. Und das zeigt sich ganz stark in diesen appellativen Werken, in diesen Manifestwerken, die Borscht geschrieben hat. Das ist unser Manifest. Verzweifelt, wütend, aber eben auch zärtlich und hoffnungsvoll. Und das ist für mich diese Mischung, die das Besondere von Borscht ausmacht. Einerseits diese Härte der Sprache, dieses Kalte, dieses Distanzierte, aber dann auch diese große Zärtlichkeit, diese große, große Menschenfreundlichkeit, die man bei ihm spürt. Ich denke, es ist gerade eben seine ganz knallharte Analyse der Gegenwart, die uns zeigt, es ist Hoffnung da, aber wir müssen zuerst den Tatsachen ins Auge sehen. Und die Tatsachen, das sind die Zerstörungen, das ist die große Not. Und wenn es Hoffnung gibt, dann nur mit offenen Augen und unter Anerkennung von all dem, was gerade passiert. Und das ist, da gebe ich dir völlig recht, das ist die Hoffnung, die wir in Borscherts Werken finden. Wir müssen also uns der Wahrheit stellen. Wir dürfen uns nicht in irgendwelche Illusionen flüchten, weder über die Natur des Menschen noch über die Beschaffenheit der Welt. Wir müssen akzeptieren, dass es Furchtbares gibt im Menschen und in der Welt. Aber wir können diese Wahrheit ertragen und wir können aus dieser Wahrheit auch eine neue Welt schaffen. Und ich möchte dazu den Schluss von Das ist unser Manifest vorlesen, denn das bringt diese Zärtlichkeit und diese Liebe und diese Hoffnung von Borscht so schön auf den Punkt. Das könnte ich mit einer Umschreibung gar nicht machen. Lassen wir ihn also selber sprechen. Unser Manifest ist die Liebe. Wir wollen die Steine in den Städten lieben, unsere Steine, die die Sonne noch wärmt, wieder wärmt nach der Schlacht. Und wir wollen den großen Wind wieder lieben, unseren Wind, der immer noch singt in den Wäldern und der auch die gestürzten Balken besingt. Und die gelbwarmen Fenster mit den Rilke-Gedichten dahinter und die rattigen Keller mit den lila gehungerten Kindern darin und die Hütten aus Pappe und Holz, in denen die Menschen noch essen, unsere Menschen, und noch schlafen und manchmal noch singen. Und manchmal noch lachen. Denn das ist Deutschland und das wollen wir lieben, wir mit verrostetem Helm und verlorenem Herzen hier auf der Welt. Doch, doch, wir wollen in dieser wahnwitzigen Welt noch wieder, immer wieder lieben.